Hallo YouTube, grüß euch. Wir gucken ein Video der bürgerlich-konservativ, leicht rechts angehauchten, auf gar keinen Fall faschistischen Influencerin Einpullern. Ich glaube, so heißt die. Eingollern, Entschuldigung, mein Fehler. Und die war auf einer Bauerndemo und wollte gucken, ob es da Rechte gibt. Ne, glaube ich zumindest. Das gucken wir jetzt. Viel Spaß dabei. Folgt hier rein und macht ein Abo. Ansonsten gibt's heute Abend keinen veganen Pudding zu essen. So nämlich. Ach, das habt ihr dann davon. Na, und ihr so? Könnt ihr euch auch keinen Traktor mehr leisten? Also im kleinen Familienbetrieb fallen nachher Kosten von 6.000 bis 7.000 Euro mehr an. Und das ist für uns eine Menge Geld. Ja, das ist schon mal Fake News. Ne? Das hat man ja ausgerechnet. Für einen kleinen Betrieb ist es halt so, es hat ja auch selbst Hubert fucking Aiwanger hat das sogar gesagt. Hubert Aiwanger hat gesagt, für so einen kleinen Betrieb wie seinen bedeutet das vielleicht 100 Euro im Jahr. Ach, Führer, nicht Führergemüse. Ich hab auch Führergemüse gelesen, tatsächlich. Für so einen kleinen Betrieb bedeutet das 100 Euro oder so mehr im Jahr. Circa. Hat Hubert Aiwanger gesagt. Ne? Für so einen Durchschnittsbetrieb sind es so 2000 Euro. Ne? Und die sind ja schon ziemlich groß. Machen Gewinne über 100.000 Euro. Naja. Politiker vielleicht ein Monatseinkommen. Wocheneinkommen vielleicht. Wenn man da die Politiker, die machen sich immer die Taschen voll, die Politiker, ne? Man kennt's auch, ne? Ein Wocheneinkommen, 6.000 Euro beim Politiker, ne? Parteien mehr hat, wie stellen Sie sich das dann vor? Direkte Demokratie, der hat viel mehr Macht und die kann er für mich einsetzen. Ob er das dann auch macht, ist dann natürlich die Frage. Ist dumm, was Sie jetzt gerade sagen. Komplett dumm, was Sie gerade sagen. Ja, jetzt gehen wir Trecker vor. Was war das denn? Hä? Die Konversation habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Was ist denn da abgelaufen? Moment, das müssen wir nochmal gucken. Ich habe es gar nicht verstanden. Was ist denn da passiert? Wenn man dann keine Parteien mehr hat, wie stellen Sie sich das dann vor? Direkte Demokratie. Der hat okay, also er will alle Parteien abschaffen und direkte Demokratie, alles klar. Viel mehr Macht und die kann er für mich einsetzen. Ob er das dann auch macht, ist dann natürlich die Frage. Ist dumm, was Sie jetzt gerade sagen. Komplett dumm, was Sie gerade sagen. Ja, jetzt gehen wir. Ich verstehe das nicht. Da muss doch irgendwas dazwischen weggeschnitten worden sein, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, und also die Probleme mit direkter Demokratie sieht man ganz gut in der Schweiz, ne? Weil bei, und deswegen gibt es halt so viele Rechte, die direkte Demokratie fordern. Das liegt eben daran, dass bei Volksabstimmungen besonders eben die extremistischen Kräfte zur Wahl gehen. Ne? Und die breite Bevölkerung eben nicht. Da haben dann teilweise gibt es dann Wahlbeteiligungen von unter 20%, wo dann über wichtige Dinge entschieden wird, was irgendein Gesetz betrifft oder so. Und dann können einfach kleine Gruppen, die extremistische Ansätze haben, Dinge entscheiden, die gegen demokratische Überzeugungen gehen. Und das ist das Problem mit direkter Demokratie, dass es so viele ignorante, verdrossene Menschen gibt, die einfach nicht abstimmen gehen. Hat man ja auch in Berlin gesehen, der Volksabstimmung zur Klimaneutralität. Da gab es einfach zu wenig Leute, die zur Wahl gegangen sind, also zur Abstimmung gegangen sind, dafür, dass die Abstimmung gültig wäre. Also es sind einfach zu wenig gegangen. So, das ist ja, das ist halt das Problem damit. Und das kann man natürlich dann in Verbindung, weil ja die AfD zum Beispiel sich sehr darüber bewusst ist, dass sie fast alle Social Media Kanäle im Internet, die mit Parteien zu tun haben, kontrolliert. Also es gibt kaum irgendwelche Influencer-Kanäle für die SPD oder so. Mir ist kein einziger bekannt. Oder für die Grünen oder so, dass irgend so ein Influencer-Kanal denen zuarbeitet oder so. Ist mir kein fucking einziger bekannt. Für die AfD gibt es Hunderte mit riesiger Reichweite teilweise, die dann mobil machen können für solche Volksabstimmungen. Die anderen Parteien sind halt nicht im Internet. So, die finden da nicht statt. Und dann könnte man natürlich das nutzen, diese ganze Social-Media-Präsenz, die man als Partei hat und diese ganzen Influencer, die für einen jeden Scheiß verbreiten, könnte man das natürlich nutzen, um diese Volksabstimmung in die eigene Richtung zu drücken.
Weil das ist halt kein fairer Kampf im Internet zwischen den Parteien. Das ist kein fairer Meinungskampf. Es gibt nur, also selbst hier, selbst Einpullern hat fast 100.000 Abonnenten. Selbst Einpullern ist, ne? So, und von diesen Kanälen gibt es noch viel reichweitenstärkere und davon auch jede Menge. Und dann können die natürlich bei einer direkten Demokratie so einiges manipulieren. Cut! Wenn ihr Lust habt auf tolle vegane Ersatzprodukte, beziehungsweise Alternativprodukte, müsste man eigentlich sagen, dann kauft doch bei meinem tollen Werbepartner Greenforce mit meinem Code NITAN ein. Da bekommt ihr verschiedenste Alternativprodukte. Jetzt neu die Fertiggerichte im Glas. Da gibt es zum Beispiel Currywurst, Köttbullar, Hackbällchen, Chilis in Carne, es gibt auch noch Bolognese und Gulasch. Gulasch ist so mein Favorite von den Fertiggerichten. Ist auch sehr gesund, also da sind keine Zusatzstoffe drin in dem Gulasch. Auch kein Zucker, weswegen wir das auch Juna geben können. Dann gibt es hier noch Pulverprodukte. Das kennen die meisten wahrscheinlich auch schon. Wo man die Gerichte selber anrührt. Mit Wasser oder hier beim Leberkäse muss man auch ein bisschen Öl mit reinmachen. Und das kostet dann 5,99 €. Hört sich erstmal viel an. Gibt es aber 25% Rabatt mit meinem Code. Großartig. 25% hier abziehen und ihr habt dann 750 Gramm veganen, köstlich-schmöstlichen Leberkäse. Ist das nicht eine tolle Angelegenheit? Und das, also günstiger wird es ja auch wirklich nicht mehr, ne? Also die Pulverprodukte sind schon wirklich ziemlich gut erschwinglich, wenn man sich die Fertigmassen oder die Fertigmenge anguckt. Hier zum Beispiel wird eine halbe Liter Gulaschsuppe draus. Hier wird bei den Köfte sind es 375 Gramm. Es wurde jetzt geändert. Anscheinend hier ist es noch 450 Gramm Fertigmasse bei den Frikandeln. Bei den Cevapcici sind es jetzt auch nur noch 375, nicht mehr 450. Aber es ist immer noch ein guter Preis. Wäre einfach großartig, wenn ihr da bestellen würdet. Es gibt auch Gewürze und Backmischungen und sehr, 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 sehr toller Werbepartner, mit dem ich wirklich sehr glücklich bin. Derzeitig mein einziger Werbepartner, beziehungsweise der einzige, den ich jemals hatte. Was auch wirklich damit zu tun hat, dass ich da zu 100% dahinter stehen kann, hinter Greenforce. Triggerwarn! Wo ist denn hier die Hupe? Hier, um dafür zu demonstrieren, dass die Bauern überleben können. Wir brauchen Volk. Volk, sich dessen bewusst ist, dass wir weiter können. Mehr können, als wir hier ein paar Autos auf die Straße zu stellen. Was tragen Sie für eine Fahne? Weil die beschweren sich immer, dass angeblich Spiegel TV immer alles aus dem Kontext schneiden würde und die schneidet da irgendwie sowas zusammen. Volk, Volk, wir brauchen Volk, 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 wir brauchen Volk. Wo ist der? Hallo? Das ist einfach nur Volk, jedes Mal, wenn sie Volk sagt, aneinander geschnitten. Und wenn dann irgendein Spiegel-TV-Beitrag läuft, wo es einfach durchläuft, wo kein Schnitt drin ist, weil das machen die mittlerweile, wenn die auf rechten Demos sind, da wird kaum bis gar nicht geschnitten, dann sagen sie trotzdem, dass es aus dem Kontext geschnitten worden. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier natürlich am Brandenburger Tor und heute interviewen wir mal die Bauern, die vielleicht auch wütenden Bauern, denn es haben sich zahlreiche Bauern hier heute zusammengefunden, um zu demonstrieren, denn die Preise steigen, meine lieben Freunde. Hallo, du bist ja auch dabei. Was denn für Preise jetzt? Was meint die denn für Preise? Also wenn sie die Lebensmittelpreise meint, dann ist falsch. Die sinken schon seit ein paar Monaten wieder. Ist ein Pullern jetzt Spiegel-TV? Darum geht's ja nicht. Aber wenn du die Maßstäbe an andere ansetzt und sagst, man darf nicht schneiden, man darf nicht aus dem Kontext schneiden, wenn man Leute interviewt und das dann aber selber macht, dann ist es eben ein bisschen weird, ne? Ja, Zufall. Zufall, dass ich dabei bin. Ja, ganz zufällig. Was sind deine Punkte heute, die du ansprechen möchtest? Warum die Leute so zufrieden sind, dass sie alle nach Berlin fahren, sich einen Tag frei nehmen. Ja, und vor allem Sprit kostet ja jetzt gar nichts mehr seit neuestem, deswegen haben sie sich das nochmal ordentlich reingehauen, sind extra nach Berlin gekommen, von überall aus her. Das ist schon gut. Respekt an der Stelle. Wir werden heute einfach mal ganz spontan auf Augenhöhe mit den Menschen reden und mal gucken, was sich da so ergibt. Übrigens, es ist ja Januar und es ist arschkalt, aber das hält uns nicht auf, ein paar Leute zu fragen. Hier sehe ich schon das erste Schild. Die Ampel muss weg. Sehr cool. Hi erstmal. Hallöchen. Hallöchen, wer bist du? Wie heißt du? Ich heiße Ilja. Wie? Ilja, sehr cool. Bist du auch ein junger Bauer oder ein Sohn von einem Bauer? Was machst du hier? Nö,
Ich bin kein Sohn von einem Bauer, aber ich bin auf jeden Fall hier, um dafür zu demonstrieren, dass die Bauern überleben können. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Bin ich absolut deiner Meinung. Auch das Schild, muss ich sagen, gefällt mir. Und ja gut, deine Mütze sieht schon so ein bisschen aus, als wärst du ein Bauer, aber ich finde die auch lässig. Also, das ist eine Russenmütze. Also, das ist eine Russen, geht immer, das ne? Original Waschbär. Nein, Spaß. Oh, ja, hast du gleich diese Klimaaktivisten auch noch am Hals, ne? Die letzte Generation. Letzte Generation. Richtig. Am 18.12. waren sie da hinten, wollten sie hier sich festkleben. Übrigens sind... Ja, richtig. Das ist die letzte Generation, ist die ganze Zeit läuft die rum und reißt Leuten die Waschbärenmützen vom Kopf. Also wenn... Aber also sich ein totes Tier auf den Kopf zu packen, ist halt auch... Anders dumm, ne? Also, mein lieber Gesangsverein. Sind wir so kurz vorm Ziel, die 100.000 Abonnenten zu erreichen? Also drück jetzt fleißig den Abo-Button und lass es knallen! Ich raste aus! Warum hältst du das Schild so sehr selbstbewusst hoch? Weil es einfach meine Meinung ist. Ich habe die letzten Jahre meinen Mund gehalten, ja. Auch zu Corona-Zeiten. Ich war absolut nicht der Meinung. Ich bin stockungeimpft. In der Schule damals wurde ich sehr kritisiert für die Meinung, dass ich Masken unwirksam finde und dass die Impfung meiner Meinung nach nichts bringt und auch Menschen... Oh, nein, klar. Ob's gesundheitsfördernd ist, das bezweifeln wir alle. Wir sagen ganz klar nein und lieber Finger weg. Ne? So ist es, sage ich auch. Und wie gesagt, ich halte meinen Mund nicht mehr. Ich gehe hier auf die Straße und natürlich soll die Demo friedlich bleiben, aber die Meinung muss einfach gesagt werden und die da drüben im Bundestag wirklich langsam reicht. Wen würdest du... Meine Meinung muss auch mal gesagt werden, auch wenn das überhaupt nicht ist, dass mit irgendwas begründen kann, aber ich kann auch mal meine Meinung hier sagen auch. Muss mal gesagt werden. Ja, warum denn? Wieso denn? Muss man, also, ne? Wie? Wieso? Würdest du denn dann lieber wählen, anstatt einer von der Ampelregierung da? Also, aktuell würde ich gar keinen wählen. Ich sag ganz ehrlich, früher war ich mal sehr auf dem AfD-Trip, aber die AfD ist auch nicht die Lösung für die Probleme, die wir aktuell haben. In unserer neuen Podcast-Folge auf dem... Oh, die sind mir ein bisschen zu links, Alter. ...im Kanal Mann und Weib analysieren wir die Bauernproteste und teilen... Mann und Weib, ach du liebe Scheiße, ey. Das ist mir für einen Fiebertraum. Auch unsere Erfahrung mit euch. Klar, hab Leute getroffen, die haben dann auch offen gesagt, sie wählen die AfD. Andere wollten es nicht sagen, dass sie sie wählen. Oder auch gesagt haben, Wahlen verändern sowieso nichts. Und dann fragt man sich natürlich, aber warum gehst du protestieren? Ja, du machst Gebrauch von einem demokratischen Mittel, stellst dich dahin, gehst von der klar, erstmal, ne, so, er sagt, er wählt die AfD nicht. Und jetzt muss man natürlich direkt erstmal, das meine ich mit zuarbeiten. Ne? Das, jetzt kommt halt bewusst, ist dann natürlich jetzt hier reingeschnitten worden, um jetzt sozusagen die Leute, die die gleiche Position vertreten wie er, der sagt, ich wähle die AfD nicht, weil die sind ja auch nicht die Lösung. Um denen sozusagen zu suggerieren, ja doch, solltest du schon machen. Das ist ja also, ne, warum gehst du überhaupt demonstrieren, wenn du dann nicht Nazis wählst? Ne? Was soll denn das? Mach das doch mal. Weigert sich aber in diesem demokratischen System alle Register zu ziehen, also im Endeffekt dann wählen zu gehen oder dich irgendwie einzubringen. Das ist was mir ein paar Mal begegnet ist und was mir nicht so ganz im Kopf will, weil wenn ich was verändern möchte, muss ich doch alle Möglichkeiten ausschöpfen, die ich habe. Muss man einfach mal gesagt haben, es ist sehr stark, dass ihr alle da seid und ja, ihr müsst dieses Potenzial einfach nur mehr ausbauen und wirklich mal die Straßen lahmlegen und mehr, immer mehr machen. Würdest du nicht sagen, die AfD ist dann vielleicht aus deiner Sicht so das kleinere Übel, das könnte man dann doch wählen, bevor jetzt was anderes gewählt wird? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die AfD ist das kleinere Übel. Bevor jetzt irgendwie nochmal die Altparteien ins Amt gerufen werden, SPD, Grüne oder sonst was, würde ich jetzt eher mal die AfD wählen. Aber wie gesagt, die AfD ist auch nicht die Lösung unserer kompletten Probleme. Ich bin Michelle, das ist mein Kanal. Ich mach das. Oh, er wieder. Aber jetzt müsste man ihn doch eigentlich fragen, was denn für Probleme und wie sollte man die lösen? Aber das ist nicht nötig, ne? Das ist bei denen halt einfach nicht nötig. So, du musst halt nur diese Meinung haben. Bums aus Feierabend. Begründen ist Verhör. Begründen ist Schummeln. Darf man nicht. Das alles selbst. Michelle. Kanal, ja. Sind wir jetzt live oder was? Wie bitte? Live sind wir? Nee, wir sind nicht live. Ja. Nein. Aber es wäre auch mal cool, eigentlich was live zu machen. Aber habe ich bis jetzt noch nicht. Ja. Wer sind Sie? Und? Was willst du wissen? Ich möchte wissen, warum Sie diese Fahne schwenken oder was Sie heute hier... Fahne von den Attila Hildmann-Unterstützern. Damit haben wir im Kampf... 20, okay, Moment. 20 in Autokorso
geschmückt mit diesen Fahnen. Die hat mich jetzt gerade eher so ein bisschen an die Trans-Menschen erinnert. Und wenn ist ja auch kein Problem, wenn sie jetzt schwul wären. Die Fahne sieht einfach nur sehr bunt. Schwule. Nee, ich auch nicht. Die Fahne sah nur so bunt aus, so ein bisschen gender-friendly, wenn ich die mal kurz anfassen darf. Aber stimmt, der Attila, von dem hat man ja lange nichts gehört, ne? Ja, ich auch nicht. Und ich hoffe, dass hier vielleicht ein paar Attila Hildmann-Unterstützer sind. Schon welche gefunden? Nein, aber vielleicht sehen die ja die Fahne. Sind Sie denn heute auch als Unterstützung für die Bauern hier? Ja, ich unterstütze natürlich die Bauern. Das ist eine ganz schlimme Sache, was mit den Bauern passiert. Der ist doch komplett besoffen, ey. Die Bauern werden quasi versklavt. Ne? Im Mittelalter hatten wir zehn. Runter mit dem Cringe oder ich schieße! Leg den Cringe weg! 10% Abgaben. Heute haben wir 60% Staatsquote. Den Bauern wird vorgeschrieben, was sie wo zu pflanzen haben, wie sie es zu düngen haben. Das mit dem Nitrat gerade ist auch ganz schlimm. Wir haben ja quasi ein Feudalsystem. Wir haben hier keinen Kapitalismus. Kapitalismus ist, wenn freie Menschen handeln. Das ist ja aber kein Kapitalismus, das ist ein Feudalsystem. Ah. Das ist sogar ein sklavenhaltendes Feudalsystem. Deshalb fordere ich oder wir fordern ein komplettes Parteienverbot und direkte Demokratie. Wie soll das funktionieren? Und die Medien sind die Feudalherren. Ja, und wenn wir jetzt aber wir wollen gar keine Parteien haben, ja? Das ist gar jetzt keine Parteien, Parteienverbot. Okay. Aber bis dahin wähle ich AfD. Ja, und wenn man dann keine Parteien mehr hat, wie stellen Sie sich das dann vor? Direkte Demokratie. Und dann hat der Volksvertreter, den ich gewählt habe, der hat viel mehr Macht und die kann er für mich einsetzen. Ob er das dann auch macht, ist dann natürlich die Frage. Ist, ne? Dumm, was Sie jetzt gerade sagen. Ist komplett dumm, was Sie gerade sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie dumm ich bin, schaut euch gerne das gesamte Video auf Patreon an und unterstützt gleichzeitig unsere Arbeit. Ist der Bauer ruiniert? Auf gar keinen Fall. Wird das Essen importiert? Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Wo kommen Sie denn her? Aus Brandenburg. Aus Brandenburg. Also war doch nicht so eine weite Reise. Was ist Ihre Message? Gerade für die jungen Leute vielleicht auch? Sie sollten vielleicht auch sich alle ein bisschen Gedanken drüber machen, wie ihre Zukunft aussieht, wenn einfach mal alles viel, viel teurer wird und die Leute also das nicht mehr stemmen können mit dem Einkommen, was sie haben. Ja, viele Bauern haben jetzt... Ja, also im europäischen Vergleich übrigens haben wir in Deutschland somit die günstigsten tierischen Lebensmittel. Also sehr viel günstiger zum Beispiel als in Frankreich. Um einen ordentlichen Batzen günstiger. Und auch in vielen anderen Ländern, wenn Leute zu uns kommen, dann wundern die sich immer, warum sind das die alle so billig, ne? Warum ist denn das... Warum ist denn hier Fleisch so unfassbar billig? Und gleichzeitig, also wir subventionieren das halt, ne? Bis zum geht nicht mehr. Komplett durchsubventioniert und die pflanzlichen Lebensmittel werden dann teilweise mit 19% Mehrwertsteuer besteuert, während die tierischen mit 7% besteuert werden und gleichzeitig gibt es da auch weniger Subventionen. Und dann hat man halt teilweise das Problem, dass pflanzliche Lebensmittel in Deutschland teilweise teurer sind als im Ausland und tierische günstiger. Das ist ja alles eine politische Entscheidung, ist ja alles eine Frage des Willens. Aber zu sagen, es ist alles sehr teuer, das stimmt gar nicht. Also die tierischen Sachen sind wirklich ziemlich günstig in Deutschland. Also sehr viel günstiger als im europäischen Ausland. Probleme, das alles zu finanzieren? Circa ein Drittel der Preise aus Finnland. Ja, nicht nur Finnland, ne? So ganz Skandinavien nehmen. Ey, wir waren in Norwegen gewesen, was die da für Preise haben für Lebensmittel. Das ist da, also... Da kannst du, wenn du essen gehst, selbst in irgendeinem Imbiss, du kommst da nicht unter 30 Euro raus. Und überhaupt die Tätigkeiten weiterzumachen, die sie gerade tun, weil einfach alles viel, viel teurer wird. Und das ist natürlich verständlich. Haben Sie selber einen Bauernhof oder wie sind Sie da involviert? Ich bin hier bloß als Unterstützung. Ja. Und vielleicht können Sie mir einen Bauern hier mal weiterleiten, dass ich mal mit einem waschechten Bauern rede. Stückchen weiter runter, definitiv. Deren Stimmen zählen genauso viel wie eure Sophie wie deine Edna Ethan, deine Edpotmovdämon unterstrich, deine Edquivoscht. Deine Ethana Morito und deine Sophie wieder eine Ether-Senf, Hört und McDonald-Inseln, Trinidad und Tobago, spritzender Schweiß. Was haben Sie für eine Fahne? Soll das Humor sein? Ich verstehe es nicht. Hä?
darkness, my old friend. Wir hatten hier gerade eine Dame, von der ich der Annahme war, dass sie auch für einen Protest hier ist, aber irgendwie hat sie mich nicht so sympathisch gefunden und ich soll die Datei löschen, deswegen könnte sie jetzt nicht sehen. Naja, kannst du verstehen? Würdest du auch nicht mit mir reden wollen? Alles klar, ganz hin. Ja, vielen Dank. Leute, die vernünftig unterwegs sind. Ja, ne? Dito. Danke, danke. Nicht alles verdrehen im Internet und sowas. Ja, ja. Danke. Ja, schön, dass du auch hier bist. Seit wann seid ihr hier? Wir sind gestern um 17 Uhr angekommen und um 10:30 durften wir... Läuft denn jetzt Cut Night Joe im Hintergrund? ...dann vor bis zum Brandenburger Tor fahren. Ja. Krass, also ihr habt echt eine weite Strecke aufgenommen. Ihr seid von Hannover, hast du gesagt? Ja, ich bin von Hannover. Achso, und du? Nordseeinsel Föhr. Gut, das hätte ich dann erahnen können, anhand deiner Jacke. Föhrergemüse! Föhrergemüse! Das ist echt, das ist sehr, sehr cool. Also erstmal Respekt, dass ihr hier beide da seid. Warum habt ihr den weiten Weg aufgenommen? Wir fordern ja ein, dass die ganzen Forderungen, die wir so stellen, beziehungsweise das, was die uns jetzt alles genommen haben, die Politik, dass das wieder zurückgenommen wird. Dafür sind wir hier. Darum sind wir hier 530 Kilometer, 14 Stunden mit dem Schlepper hingefahren. Krass. Wie viel PS hat das Ding? Nicht so viel, 130, aber langt für unseren Betrieb. Ja, durch die ganzen Erhöhungen der Dieselpreise und alles drum und dran, ist es für euch schwerer, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten? Ist das ein Grund, warum ihr hier seid? Also im kleinen Familienbetrieb fallen nachher Kosten von 6.000 bis 7.000 Euro mehr an. Ja, ist gelogen. Und das ist für uns eine Menge Geld. Für einen Politiker vielleicht ein Monatseinkommen oder nicht mal, ich weiß es nicht. Nicht mal. Also gelogen, also mindestens die Unwahrheit, weil es halt einfach, es gibt dazu ja die Berechnungen und ein kleiner Familienbetrieb bezahlt ein paar hundert Euro mehr im Jahr, maximal. Wocheneinkommen vielleicht. Ja genau, deswegen sind wir hingefahren. Ist natürlich eine ganz schöne Tour gewesen, aber vielleicht bringt es ja was, vielleicht lässt sich einer von den blicken. Schauen wir mal. Und Geschichte. Also für 6.000 Euro mehr Belastung musst du schon zu den ganz großen Betrieben gehören dann in dem Moment. Gesehen, ist es ja auch nicht das erste Mal, dass die Bauern auf die Straße gehen und was verändern wollen. Ja, vielleicht lassen die ihre Maschinen ja 24/7 laufen. Ja, oder die haben irgendwie, keine Ahnung, mehrere Sportwagen, die sie mit ihrem Landwirtschaftsdiesel befüllen oder so. Ich weiß es nicht. 2019 war hier ja auch schon Bauerndemo und im Endeffekt vom auf dem Sofa sitzen. Ist ja einfach Whistling Diesel, der einfach irgendwelche SUVs zu Schrott fährt mit deren Landwirtschaftsdiesel. Das kann natürlich auch sein. Wird sich auch nichts ändern. Richtig. Wie bitte? Vor 500 Jahren. Ja, gab schon eine Bauerndemo und das wiederholt sich jetzt. Das wiederholt sich, also genau, und das ist auch das, was ich gerade sagen wollte, weil es fühlt sich manchmal so an, als würde alles so salamitaktikmäßig passieren. Ne? Erst werden die Steuern erhöht, dann geht man auf die Straße, dann lassen sie es erstmal wieder fallen. Ein, zwei Jahre später passiert das Gleiche und das erleben wir ja auch. Aber geht da der Mut weg oder weitermachen? Ja, wir machen immer weiter. Im Endeffekt, wir sind ja Landwirte aus Leidenschaft. Wir versuchen das so lange, wie es geht. Also muss natürlich auch noch wirtschaftlich sein. Gerade für die Kleinbetriebe ist es ja umso schwieriger. Aber... wir haben uns den Beruf ausgesucht, wir arbeiten deutlich mehr als andere, beschweren uns aber auch nicht darüber. Aber das soll alles fair bleiben und wir wollen natürlich auch unser Geld verdienen, ist ja klar. Ist klar, klar. Und man sollte auch dankbar dafür sein, dass es euch gibt. Denn wenn es euch als Bauern hier nicht mehr gibt, dann können wir nur noch unsere Lebensmittel importieren und dann haben wir nur noch Scheiße auf dem Teller, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Ne? Ich bin gerade zu einem Kollegen gegangen mit einer extrem großen Kamera, der offensichtlich vom RBB war und habe gesagt, ja, sie sind vom RBB, ne? Und er so, ja, und ich so, ja, ne, gut. Ja, also gehen wir lieber getrennte Wege. Ja, jetzt gehen wir Trecker fahren. Oh, ist das cool. Ich wollte schon immer mal an einem Trecker sitzen. Ja, also es sind halt, es gab jetzt zwei absolute Spitzenrekordjahre für was Gewinne angeht bei den Bauern. Und die Ampel ist jetzt seit wann? An der Macht? Ah, seit 2 Jahren. Davor war Schmalhans, ne? Davor gab es halt ein paar Jahre, die wirklich ziemlich mies liefen. Aber es ist ja auch egal, Tatsachen spielen ja keine Rolle. Wo ist denn hier die Hupe? Oh Gott, und wo habt ihr heute Nacht geschlafen? Also meine Jungs haben im Hotel geschlafen. Ich bin ja heute Morgen erst angereist mit dem Zug aus Hannover. Genau. Krass, ich dachte schon, ihr Arme, ihr müsst die ganze Nacht hier... Aber die sind am Samstag losgefahren. Wer ist die Frau nochmal einpullern? Krass, krass. Ja, heute ist Montag, ne? Das ist einiges. Wie cool. Wir sitzen hier jetzt in dem waschechten Trecker. Das ist so cool, dieser Sitz, ne? Das habe ich immer im Fernsehen gesehen, der wackelt so schön mit. Das wollte ich schon immer mal live erleben. Ja, geil. Leider ist der aus, sonst hätte ich nochmal alle Leute hier angehupt. Aber vielleicht kannst du die Kulisse filmen, weil hier zu sitzen, das hat schon echt was. Das ist schon geil. Vielen Dank, das war so cool. Lieber Tod als Sklave, lieber Dude as den Slav oder so, sagt man, ja. Wir haben gerade erfahren, dass so ein Trecker, zum Beispiel der blaue hier vorne, um die 103... Das ist auch wieder vom Führergemüse, ne, das Schild. 30.000 Euro kostet
Und die neueren Traktoren bis zu 300, 350.000 Euro, das sind Summen, die kann man sich als einfacher Bauer meistens gar nicht leisten. Deswegen wird es von der Bank finanziert und dann kommen natürlich noch, ach gar kein Problem, viel, viel mehr Gelder auf einen zu. Und wie will man das dann am Ende des Tages stemmen? Deswegen machen viele Bauernhöfe dicht und das ist natürlich etwas, was wir umgehen wollen, was wir nicht haben wollen. So, wir gehen jetzt mal weiter in die Masse rein und schauen mal, wen wir hier noch finden. Ich möchte mit Ihnen nicht sprechen. Tatsächlich ist es gar nicht mal so leicht, viele Menschen vor die Kamera zu holen, weil einfach so viele Medien geschädigt sind von den Öffentlich-Rechtlichen. Weil die ja, genau. Richtig. Die halten dich für Tagesschau. Ah, das wird's sein. Ja, ja. Klar. Sehr oft auch mal das Wort im Munde verdrehen und deswegen haben auch schon einige zu mir gesagt, ich möchte nicht mit ihm reden, weil ich weiß ja nicht, wie sie das jetzt zusammenschneiden, wie es dann online kommt, weil ich natürlich auch verstehen kann. Ich will manchmal auch nicht mit mir reden. Dabei sein ist alles, ne? Ja, eigentlich nicht, ja, eigentlich schon, aber naja, ich weiß es nicht direkt so. Es ist einfach, warst du auch hier, wo Corona war? Ja, klar. Hat dich gebracht, oder? Nicht hier. Das komisch, dass da so viele Impfschwurbler rumlaufen. Wie passt denn das zusammen? Das ist immer so, ne? Also man denkt, man kann was bewegen. Ich glaube, in einem gewissen Maß kann man das auch. Aber am Ende sagt die Politik halt, okay, wir lassen es halt. Okay, wir machen jetzt nicht die Steuergelder höher. Und nach zwei Jahren kommt dann das Gleiche wieder von vorne, morgen, weißt du? Ja, oder morgen schon. So schnell kann es gehen. Deswegen jetzt aber gar nichts tun, ist auch nicht die Lösung. Richtig. Ja. Also einfach alle raus, ne? So ist immer das Wichtigste. Aber mach ja keiner. Wir haben Angst, unseren Arbeitsplatz zu verlieren. Es ist nur ein Tag. So, ja. Weißt du? Wir sind die einzigen beiden hier von der Strabag und alle anderen sind... Hä, wie? Moment mal. Ich dachte, wenn die letzte Generation die Straße blockiert und die Leute eine halbe Stunde später zur Arbeit kommen, sind die direkt ihren Job los. Aber hier ist es ist ja nur ein Tag, du wirst schon nicht deinen Job verlieren. Es ist halt Austausch. Na gut, egal. Lassen wir das. Muss doch alles keinen Sinn ergeben, ne? Wenn wir jetzt 50 Leute wären, statt nur zwei, wäre schon... Aber die haben ja jetzt auch den Vorsitzenden des Bauernverbands gefragt, warum denn das bei den Bauern legitim ist, dass sie die Straßen blockieren und das auch sehr viel länger und mit ihren Traktoren und so weiter und sehr viel breitflächiger und ohne Rettungsgasse und warum das bei den Bauern okay ist und warum das bei der letzten Generation, die eben für die Erhaltung der Lebensgrundlagen sich auf die Straße kleben und überhaupt kein monetäres Eigeninteresse haben in dem Moment, sondern sich für alle dahinsetzen, für uns alle, warum das denn bei denen nicht in Ordnung ist und bei den Bauern in Ordnung ist. Und seine Antwort war, Bauern arbeiten ja. Ne? Die haben ja eine Arbeit. Oh. Wieder ein anderes Verhältnis und euer Chef wird dann wahrscheinlich bei 50 Leuten auch nicht sagen, okay, es waren jetzt so viele, lassen wir mal gut sein, bei zwei ist schon wieder was anderes. Ich könnte morgen 50 neue einstellen, aber es wird nicht funktionieren. Nee. So schnell geht das dann doch nicht. Mach weiter so, mach einen geilen Job. Und ja, danke schön, ciao. So geil, Florian. Coole Sache, die ihr macht. Dankeschön, danke. Danke. Okay, warte. Danke. Was machst du, sieg heil. Danke dir, danke. Ich habe wirklich gerade Spaß. Ich stehe hier einfach, mache nichts und alle so. Ja, ich hatte das Problem, dass viele Damen der Bevölkerung nicht mit mir reden möchten. Und ja, wie meinst du, soll ich sagen, der... Ach, der ist Volk im Stamm? Ja, Volk ist für mich eigentlich ein schönes Wort. Ach, Sie sind vom Königreich Deutschland? Ja. Aber sie sind natürlich heute für die Bauern hier, um sie zu unterstützen, richtig? Das ist die Außenministerin vom Witzek. Ich bin die Außenministerin vom Königreich Deutschland. Möchten Sie ein paar Engelmark bei mir kaufen? Ein paar Engelmark im Angebot. Ach, nee. Ich bin für die Menschheitsfamilie da. Oh. Wir brauchen Volk. Volk, was sich bewusst ist, dass sich dessen bewusst ist, dass wir weiter können, mehr können, als wir hier ein paar Autos auf die Straße zu stellen. Ja. Aber ich finde, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass so viele Leute heute gekommen sind, um auch immer der Regierung zu zeigen, wenn wir wollen, dann können wir hier sein und auch gegen das sein, was ihr uns da vorschreiben wollt. Ja, so sieht's aus. Richtig. Bauern gegen rechts. Oh, das finde ich sehr spannend, weil uns wird ja immer gesagt, okay, wir sind rechts und das finde ich sehr witzig, dass Bauern sich dann direkt von rechts abgrenzen. Oder beziehungsweise natürlich auch hier unsere ganzen Medien jetzt sagen, ach, die Bauernproteste haben wir aber schon. Das hat schon ein bisschen Ironie, ne? Dass sie quasi als rechtsradikale Influencerin da jetzt vor so einem Trecker steht, wo drauf steht Bauern gegen rechts und sagt, aha, die Bauern sind ja gegen rechts. Seht ihr? Haha, die bangt.
Das ist schon. Also, ein bisschen. Hat so eine gewisse Eigenironie, ne? Auch. Schon ein, zwei Mal ein paar Rechte gesehen, ne? Ja, und passend zum Rechts sind wir hier auf dem rechten Ketzer hier. Warte, wen, wo, was? Oh Gott, nicht der auch noch, ey. Was? Wer ist rechts? Ich nicht. Boah, man hört bestimmt gar nichts gerade. Ja, du musst das Mikrofon benutzen. Ach so. Wir machen einfach so hier. Ja, die Demo neigt sich dem Ende zu. Wir gehen jetzt mal wieder. Wer ist das? Ketzer. Ketzer der Neuzeit. Der arische Traum. Ja. Wieder. Es war wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr spannend, mit den Menschen hier vor Ort zu reden. Was mir aufgefallen ist, sehr wenig Frauen wollten mit mir reden. Ich weiß nicht. War schon halt, ja, ja. Warum? Und generell gar. Ein Kumpel von Erwin? Ist er ein Kumpel? Ich weiß gar nicht. Mich ist auch nicht wundern, wenn Erwin mit dem auch auf Kumpel geredet hätte, ne? Ich habe mal bei den Talk, so ein paar Talks reingehört, die Erwin gemacht hat, als er noch in der Nazi-Bubble so drin war. Und es ist halt wirklich, es ist komplett so Buddy, ne? Es ist Buddy-Talk. Kein Gegensprech, gar nichts. Es ist so wie, als würde man mit einem Kumpel reden. Gab es natürlich eine große Skepsis gegenüber mir oder uns als Reporter, denn viele da drin war, ja, also die haben ja, nachdem er gesagt hat, BSW ist eigentlich ganz nice, haben die ihn ja rausgespuckt, ne? Also der hat immer noch die ganzen Ziffer da in seinem Chat, aber diese Honigwabe-Bubble, die will ja mit dem nichts mehr zu tun haben. Ach, natürlich, wir sind von den Öffentlich-Rechtlichen, was wir natürlich nicht sind, und würden das Wort im Munde verdrehen, aber Bier und Bratwurst, Backbohnen mit Tiltron, vielen Dank für ein halbes Jahr, danke dir. WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Dino Dance. Dino Dance. Das machen wir auch nicht. Und deswegen danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Na, großartig. So, YouTube. Das war auch gar nicht mal so geiles Video, oder? Aber es gibt noch voll viele geile Videos auf diesem Kanal, die auch voll Endstufen geil sind. Wirklich, also besser als das da. Aber vielleicht konnte ich ja mit meiner Präsenz und meinen Einordnungen da ein bisschen Mehrwert zu bieten zu diesem Güllefass von Video. Jedenfalls danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und folgt rein, so mit diesem Abonnieren-Ding, und macht das mit der Glocke. Dankeschön, ich bin raus.